Guten Appetit. Danke. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr im Thumbnail schon erkennen konntet, seht ihr heute von mir meinen allerersten Vlog. Beziehungsweise, ist eigentlich unser Vlog, oder? Ja, unser Vlog. Und ja, heute sind wir in der schönen Stadt München. Die scheiß Klemse Straße haben. Bruh. Ja, und zwar habe ich einige Läden mit euch durchklappern. Und zum einen auf jeden Fall will ich bei Mason Margiela vorbei. Da wird auch sicher irgendwas gekauft. Schatz, ich muss ja irgendwas kaufen, ist mir scheißegal. Dann kannst du mir was kaufen. Nee, ich kauf dir nichts, kauf mir was. I doubt it. Ansonsten, ich habe mir eine Liste gemacht, auf jeden Fall, wo ich noch auf jeden Fall hin will. Das ist zum einen auch noch Acne Studio, Soulbox, apropos Beastin, Weekday, Kors, Fendi, Oni Store, das ist so ein Hypebeast-Store. Mal gucken, ob es da irgendwas zu kaufen gibt, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich da nichts kaufen, aber zumindest mal reinschauen. Ich bin mal gespannt auf München an sich. Ich war jetzt in vielen großen Städten. Ich war wirklich in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, hier in Stuttgart, überall. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie München ausfällt. Ja, und wie gesagt, ich hoffe, das Video macht euch auf jeden Fall Spaß. Ich werde immer mal wieder ein bisschen was dazu sagen. Ich hoffe, dass ich auch in den Stores ein bisschen was aufnehmen kann. Kann ich euch natürlich leider nicht versprechen, weil viele wollen es einfach nicht. Da wird es natürlich schwierig sein, aufzunehmen, aber sobald ich es kann, werde ich es auf jeden Fall machen. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Ich habe von den dick gelogen, hier mit den elf Cafés in der Innenstadt. Und Scheiße sind die in der Innenstadt. Jetzt wird's. So, bevor es losgeht, gibt es von mir noch mein Outfit of the Day. Und zwar habe ich hier ein T-Shirt an von Asos. Dann hier meine Prada Bag, die ich mir vor ungefähr 2 Wochen in Frankfurt gekauft habe. Dann eine Shorts von Fear of God, Essential. Und dazu die Nike Daybreak Undercover in der Kollabo mit Yun Takahashi. Und ja, so viel dazu. So, wir gehen zu Apropos. Bin mal gespannt, wie der Laden so ist. Hab einiges davon gehört. Meine Freundin hat keine Ahnung, was das ist. Ihr wisst Bescheid, bis gleich. Ciao. Alexander McQueen. Es geht so. Ich finde einfach viel zu klobig. Ich finde, es gefällt mir da unten einfach, ist einfach viel zu klobig, oder? Ja, also wie gesagt, meine Schuhe sind. Aber tragen ziemlich viele eigentlich den Schuh. Alter, so nie was. Was ist das hier in so einem Rosa? So, Bibi, erzähl, wie war apropos? Frustrierend. Weil ich habe einen Hoodie gesehen, der mir gefallen hat. Der kostet einfach 750 Euro. Ja, und was hast du gedacht, dass der kostet? Von was war der Valentino? Vielleicht so 350? Okay. Schreibt mal in die Kommentare, mein Freund hat die Auffassung, dass es eigentlich unnötig ist, in so Läden reinzugehen, weil man sich Hosen nicht leisten kann. Aber ich finde eigentlich gerade das ist was Besonderes, gerade weil die ganzen anderen Läden sind ja meistens langweilig, weil die gerade in H&M reingeht oder Zara oder das sieht immer. Ja, da kann ich mir Sachen kaufen. Ja, aber sieht alles leicht aus. Ja, ich weiß, ich will es ja auch nicht haben, aber es ist frustrierend, wenn ich keine 750 Euro für ein Hoodie habe. Sorry. Voll nicht rum. Oh, das ist voll schön hier. Ich zeige euch mal ganz kurz die View. Wir sind gerade irgendwo in so eine Gasse reingelaufen in München. Komm, Schatz, lauf mal ein bisschen episch. So sieht's aus. Zeitlupe, Zeitlupe. Ich will Zeitlupe sehen. Aber in Zeitlupe. Mach mit deinen Haaren noch irgendwas. Mach mit deinen Haaren noch irgendwas. Schatz, und jetzt Zeitlupe. Los. Thank you.
Meinung zu diesem Schuh hier? Kann man schon mal machen, Schatz, oder? Den Schuh glatt von gerade eben. Den Schuh von gerade eben, das kann man schon mal machen. Ich hab gerade Marcella hätten, bist du noch ganz sauber, Schatz? Die zerreißen dich alle hier. Nee, ich würde dann wahrscheinlich eher den hohen da anziehen, in weiß. Das wäre ja mein Fall. Das ist mit Inside Out, gell? Stoff. Das, was außen ist? Ja, das, was innen ist, ist jetzt außen. Ja. Den finde ich schön. Aber es hat nicht diese hinten, diese vier Striche. Nee, es hat so einen kompletten Stich durch. Ja. Ja, der ist zu groß. Yes. Haben Sie ihn auch in XS? Langsam am Ende. Ich und meine Freundin gehen gleich was essen. Ja, wir waren davor noch bei Mason Margiela im Laden. Also richtig krasser Laden auf jeden Fall. Gibt es auf jeden Fall einige geile Pieces. Ich blende euch auch mal ein Bild ein. Da habe ich ein Oberteil angezogen. Und ja, ich fand es übelst krass. Und das Problem ist, dass man sich irgendwie dran gewöhnen musste, weil es der Kragen ist wie so ein, was hast du gemeint gehabt, wie ist das, wie so eine Schildkröte oder. Ja, so irgendwas. U-Boot-Ausschnitt. So U-Boot-Ausschnitt, also ich kann es versuchen mal hier ein bisschen nachzumachen, das sieht ungefähr dann so aus, also auf dem Bild glaube ich kann man es auch einigermaßen gut erkennen. Auf jeden Fall krasses T-Shirt, kostet trotzdem halt, ich glaube fast knapp 300 Euro, also das war mir dann halt wirklich doch zu viel. Und aber ansonsten, meine Freundin hat auch ein paar Pieces gefunden, die ihr gefallen hat, die Sachen sind einfach zu teuer, die kann man es einfach nicht leisten, außer man hat einfach zu viel Geld übrig in seinem Leben, was wir beide definitiv nicht haben. ansonsten, wo waren wir noch? Soulbox waren wir noch. Der Laden an sich, also gerade der Eingang ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, gerade mit den Lichtern für Bilder und so auf jeden Fall relativ cool. Ansonsten der Laden, ja, da gibt es halt viele Sachen von Barbe oder Baby, wie man es ausspricht, und von Comme des Garçons. Das war jetzt nicht so mein Fall. Ansonsten, ja, morgen schauen wir, glaube ich, noch bei Beastin vorbei und am Ende denke ich mal, dass ich vielleicht wieder bei Mason Margiela vorbeischaue. Ist aber noch nicht ganz sicher. Da hole ich mir vielleicht einen Cardholder, weil ich ihn eigentlich relativ cool finde, aber ich weiß noch nicht genau welchen. Das entscheide ich wahrscheinlich dann morgen dann einfach spontan wahrscheinlich. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir sehen uns dann einfach morgen wieder. Ciao. So, guten Morgen Leute. Willkommen zum zweiten Tag in München. Gehen jetzt gleich los, noch ein paar Läden abklappern, bevor es wieder zurück nach Karlsruhe geht. Und ja, wollte ich euch auf jeden Fall noch kurz mein Outfit of the Day zeigen. Ich habe hier die Cappy an, die ganz normale von den New York Yankees, glaube ich. Dann das Weekday Oversize Shirt, also das Grey Tee, was ich mir gestern auch in weiß gekauft habe. Dann die Essential Hose von Fear of God. Und unten habe ich die Jordan 1 Obsidian an. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht gleich noch in der Stadt. Peace. So Leute, wir sind wieder unterwegs, wir werden ganz viel schicken. Mary Kaffee. Ist viel zu laut. Mary Kaffee Club. Auf jeden Fall eine Empfehlung von uns beiden, denke ich mal, oder? Ja, sehr gut. Ich fand es auch sehr gut. Ansonsten, was haben wir heute vor? Wir gehen jetzt auf jeden Fall gerade zu Beastin, danach zu Agnes Studio. Dann will ich noch zu diesen Hype Needs, aber mal schauen, ob wir es schaffen heute. Und ansonsten, ja, was steht noch an? Eventuell vielleicht noch Mason Margiela, hole ich mir vielleicht was. Aber so sicher bin ich noch nicht. Mhm. Schön an den Mülltonnen vorbei. Bruh.
normal so. Jetzt nach mit der Zeit wird das immer so, ja. Okay. Das war die Prada-Schuhe aus, oder? So, wir laufen jetzt gerade zur Ecke im Studio. Ihr seht, sie haben so einen schönen Platz dafür ausgesucht, für ihre Ware. Der Flex ist auf jeden Fall da. Kurz, gehen wir ein bisschen näher hin. So, wichtiger Businessman. Da kommt der Ivan und er hat was in der Hand. Schatz, was ist das? Schatz, ich habe mir was gegönnt. Ach so? Und was? Das ist ein Cardholder von Mason Margiela. Zeige ich euch aber wahrscheinlich ein andermal. Könnt ihr es sehen? Ja. Zeige ich wahrscheinlich, wenn ich dann zu Hause bin oder so. Und ansonsten auf jeden Fall eine sehr nette Dame in dem Store. Vor allem nette Tüte auch. Ja, sieht cool aus. So eine Stopptüte. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt, was ich geholt habe. Bleibt bis zum Ende dran. Und ja. So Leute, wie man nicht unschwer erkennen kann, bin ich jetzt wieder zu Hause. Ja, ich wollte euch noch berichten, was ich in den letzten zwei Tagen bzw. im letzten Tag jetzt noch erlebt habe und wo ich dann noch war mit meiner Freundin, in welchen Läden. Ja, zum einen waren wir in diesem Hype Needs bzw. Exclusive heißt der Store, also von diesem Hype Needs, den gibt es auch auf Instagram. So ein Typ, der halt diesen Laden eröffnet hat in München vor, ich glaube, 2 Jahren ungefähr. Und ja, das ist auf jeden Fall eine coole Anlaufstelle für Leute, die auf diesen ganzen Hypebeast-Stuff stehen. Ihr habt so gut wie alle Off-White-Modelle dort, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen könnt. Wie gesagt, über die Preise müssen wir jetzt nicht reden. Ihr müsst natürlich viel mehr als den Marktwert zahlen. Was gibt es noch in dem Laden? Die haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Klamotten auch dort, gerade von Babe, Off-White. Ja, was mich auf jeden Fall positiv überrascht hat, was ich deutschlandweit so noch nicht gesehen habe, dass sie auch Sachen hatten von Fear of God, also von Essential. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich konnte auf jeden Fall mal die Sachen anprobieren, dass ich mal gucken kann, wie die Sachen fitten, gerade die T-Shirts, weil ich habe jetzt noch kein T-Shirt von Fear of God Essential. Ja, was sie noch hatten, waren auf jeden Fall auch der Merch von Travis Scott, fand ich auch sehr, sehr cool. Also gerade auch dieses Logo mit der Ente vorne drauf, haben sie, glaube ich, in gefühlt allen Größen da gehabt und auch anderen Sachen. Ich glaube sogar diese Jordan-Hose, diese braune in der Kollabo mit Travis Scott hatten sie sogar auch noch da. Also ja, hier müssen wir natürlich nochmal erwähnen, dass ihr natürlich viel, viel mehr zahlen müsst. Als beispielsweise bei eBay Kleinanzeigen oder Kleiderkreisel. Das ist aber meiner Meinung nach auf jeden Fall trotzdem cool mal zu sehen, wie die Sachen vor Ort einfach einem stehen. Und hier habe ich auch für mich einiges entdeckt, gerade die Sachen von Travis Scott, dieser Merch, habe ich gemerkt, dass ich auf jeden Fall eine Size hochgehen muss bei den Sachen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Store war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die hatten diesen Off-White-Teppich drin, die haben dieses Supreme-Motorrad drin, glaube ich, was 3.000-4.000 Euro kostet. Das Ambiente war auf jeden Fall sehr, sehr cool und meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Besuch wert. Wobei dann zu guter Letzt waren wir dann noch bei Mason Margiela mal wieder, ja, weil ich mir gedacht habe, ey, wenn ich da schon mal bin in München, dann hole ich mir auch safe dort was und das will ich euch nicht vorenthalten. Ich muss dazu sagen, dass das Store auf jeden Fall sehr, sehr cool aufgebaut ist und die Mitarbeiterin war auch sehr, sehr nett. Also die hatten auch so Kittel an, wie als würdet ihr zum Arzt gehen. Fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr krass. Da habe ich mir, hier könnt ihr schon sehen, auch ganz cool, finde ich ganz cool verpackt in so einer Stofftasche. Hole ich mal ganz kurz raus. Hier ist die Verpackung. Ich weiß jetzt, ob man es sehen kann.
typische Mädchen Magella Logo. Ja, jetzt zoomt er gerade dran. Und ja, jetzt hole ich mal das gute Stück raus. Zwar habe ich mir hier geholt von Mason Magella ein Cardholder, wie man, glaube ich, nicht unschwer erkennen kann. Ja, diese vier Stitches, glaube ich, die man, die so typisch sind halt für Mason Magella. Auf der anderen Seite habt ihr einfach hier das Mason Magella dastehen. Und wie ihr schon erkennen könnt, hat es so ein reflektierendes Licht. Also ihr habt hier so einen grünlichen Ton und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, bleibt es halt schwarz bzw. wird es halt grün. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und hier habt ihr auch noch diese grünen Akzente. Ich hoffe, dass er jetzt gerade ein bisschen dran zoomt. Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut erkennen, hoffe ich. Und ja, an sich fand ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Cardholder. Ich wollte mir erst so einen kleinen holen. Ja, bei den kleinen Cardholdern habe ich immer das Problem, dass das Kleingeld, wo tut das Sinn? Weil ihr müsst es dann halt in die Hosentasche tun, was mich dann halt nervt. Und hier habt ihr einfach, wie gesagt, den Reißverschluss, wo ihr die Sachen dann einfach reintun könnt. Also gerade die Scheine oder beziehungsweise das Kleingeld. Und hier habt ihr noch, wie gesagt, vier Fächer für eure Karten. Das reicht mir auf jeden Fall aus. Und ja, ist sehr relativ klein, ist sehr handlich. Wie gesagt, Kostenpreis war 195 Euro, ist ja auf jeden Fall sehr, sehr teuer, aber ja, von allen Marken gibt es eigentlich so Modelle, gerade von Yves Saint Laurent oder von Tom Ford oder was weiß ich, die haben alle so Modelle, also gerade in dieser Größe und mit diesem Zipper und die kosten alle knapp 200 Euro, aber ich denke mal, so einen Teil habe ich dann einfach über Jahre hinweg und es gefällt mir halt extrem und deswegen fand ich das für mich, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Kauf, meiner Meinung nach. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Teil hier haltet. Also ich finde es, wie gesagt, mega. Und ja, so viel dazu. Und zu guter Letzt waren wir dann bei Ecne Studio noch, ich und meine Freundin. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Laden. Ich war ja mit meiner Freundin vor einiger Zeit in Paris. Und da war es halt so ein kleiner Ecne Studio, so ein kleiner Popelladen, um ehrlich zu sein. Und der war halt wirklich, das war eine andere Dimension. Einfach, hier kommt da rein, das sah irgendwie so... Ja, man kann es gar nicht beschreiben. Ich habe ein paar Videos davon gemacht. Ich hoffe, dass man so einen kleinen Eindruck gewinnen kann von dem Laden. Ja, meine Freundin hat dann sogar einen Hoodie anprobiert, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und aber der hat halt 320 Euro gekostet. Das ist natürlich viel zu viel Geld für einen Hoodie, meiner Meinung nach. Aber ich war trotzdem kurz davor, ihn zu kaufen. Und ja, was war das noch Besondere an dem Laden? Die Umkleiden waren richtig krass. Also auch gerade bei Mason Magella und bei Ecne Studio war das wirklich so, gerade bei Ecne Studio läuft dann halt, ich wusste erstmal gar nicht, wo die Umkleiden sind, die waren einfach hinter so einem riesigen Spiegel versteckt, ja, da konnte man irgendwie mit so einem Griff die aufmachen und dann lauft der wirklich so ein paar Stufen hoch, ja, bis ihr in der Kabine seid, also sowas habe ich davor noch nie gesehen. Meine Freundin hat sogar Videos davon gemacht, blende ich ganz kurz ein, falls sie es mir erlaubt, dass ihr mal das seht, und um mich herum waren wirklich nur Spiegel, also wirklich krasses Erlebnis, glaube ich, wenn man sich mal so ein Piece bei denen kauft. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, was gibt es abschließend zu sagen? Es war auf jeden Fall mein erster Vlog. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ihr ihn fandet oder ob ihr einfach Bock habt auf weitere Vlogs in anderen Städten. Weil ich muss wirklich gestehen, meiner Meinung nach war München eigentlich die beste Stadt, was Shopping angeht. Weil ich war wirklich in Berlin, Düsseldorf, wo ich Stuttgart, Frankfurt, wo ich jetzt noch nicht war, war Hamburg. Aber ansonsten muss ich sagen, dass München mit Abstand einer der schönsten Städte ist in Deutschland. Und was Shopping angeht, seid ihr da halt auch genau richtig. Da gibt es gefühlt wirklich alles für jeden. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Lasst einen Daumen hoch für das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.